Staates gegen den Ölkonzern Yukos unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Die russischen Behörden handelten nicht aus politischen Gründen, sondern es war eine legitime Verfolgung von Steuervergehen, so die Straßburger Richter. Allerdings seien bei diesem Steuerverfahren Rechte der Yukos-Eigentümer verletzt worden. Der Konzern war nach Steuerforderungen und Strafen in Milliardenhöhe 2006 für zahlungsunfähig erklärt worden. Und Yukos-Gründer Chodorkowski, ein politischer Gegner von Regierungschef Putin, sitzt in Haft. Und Kreml-Kritiker Chodorkowski verurteilt. Nach Ansicht der Straßburger Richter war der erste Prozess unfair, allerdings nicht politisch motiviert. Chodorkowski bekam 10.000 Euro Entschädigung zugesprochen, scheiterte jedoch mit der angestrebten Anerkennung als politisch Verfolgter. Er war unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Moskau heute Nachmittag. Eigentlich wird hier wegen eines weniger prominenten Häftlings demonstriert. Aber zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen Chodorkowski haben die Demonstranten auch eine klare Meinung. Ich glaube, die Richter verstehen nicht ganz, was in Wirklichkeit hier bei uns im Lande passiert. Sie können nicht nachvollziehen, wie viele Leute meinen, das Verfahren gegen Chodorkowski war ein politisches Verfahren. Anlass für das Straßburger Urteil, der Prozess wegen Steuerhinterziehung, in dem Chodorkowski 2005 in Russland zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde. Teilweise bekamen er und sein früherer Geschäftspartner Lebedjew vom Menschenrechtsgerichtshof Recht. Verwahrung in einem Käfig unwürdig, zumal keine Gewaltdelikte angeklagt waren. Auch die Überwachung aller Kontakte mit den Verteidigern, eine klare Verletzung der Menschenrechtskonvention. Deswegen ist seine Anwältin vom Urteil begeistert. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben noch nicht alles ausgewertet, aber es ist ganz klar, es war ein unfairer Prozess. Dass die Straßburger Richter der Ansicht sind, ein politisches Verfahren sei nicht bewiesen, das stößt bei den meisten Beobachtern auf Unverständnis. Sie verweisen auf die vielen anderen Strafverfahren gegen politische Aktivisten in Russland. In diese Reihe passen auch Lebedev und vor allem Chodorkowski. Sie haben sich politisch engagiert und die Verfahren sind aus meiner Sicht klar politisch motiviert. In Straßburg liegen noch weitere Beschwerden von Chodorkowski. Sein zweiter russischer Strafprozess, der 2010 endete, muss noch überprüft werden. In Tunesien.